Hey Leute, willkommen zurück hier zur Hausbaureihe. Wir sind immer noch in unserem Wellness Resort, auch wenn wir gerade echt den Fokus nicht auf den Wellness-Aspekt im Resort legen. Aber zur Erinnerung nochmal, das ist der Wellness-Bereich dieses Hotels. Wir haben also einen ganzen Bereich nur für Wellness, ja, hier besetzt. Deswegen, ja, nicht vergessen, es ist ein Wellness Resort. ja, aber wir sind aktuell bei den Suiten angelangt und versuchen, die cool zu gestalten. Und deswegen werde ich mich hier in dem Kinderzimmer oder in der Kindersuite noch ein wenig weiter aufhalten, eure Ideen weiterhin umsetzen, die ihr da hattet und die ihr in die Kommentare geschrieben habt unter der letzten Folge. Und eine Idee war es oder ein Wunsch war es, die Bettdecken bei beiden Betten gleich zu gestalten. Und da viele von euch dieses Seilmotiv ganz cool fanden, dachte ich mir, ist das ein guter Kompromiss, das jetzt hier bei beiden Betten zu verwenden. Das sieht halt eigentlich echt ganz süß aus. Ja, und eine Idee, die ich hatte, die mir heute erst gekommen ist, die wollte ich euch auf jeden Fall erzählen und wollte eure Meinung zu wissen, denn das ist etwas, was halt mit der Hausbaureihe zu tun hat und was sie doch deutlich verändern würde. Und zwar kam mir heute die Idee, eventuell einen Gastkommentator mit in eine Folge der Hausbaureihe einzuladen. Also wirklich nur für eine einzige Folge, dass da mal jemand mit dabei ist, mit mir gleichzeitig, der sieht, was ich halt in der Folge so mache und gleichzeitig auch noch mitkommentiert, ja, zum Beispiel eigene Ideen einbringt, also dass ich direkt noch eine zweite Meinung oder zweite Ideen habe statt meiner eigenen, aber sich halt auch einfach nur unterhält mit mir. Das wäre halt echt ganz cool. Also mir kam die Idee heute, wie gesagt, wer Livestreams mit mir schaut, der kennt das ja sowieso, dass ich da oft nicht allein bin und das macht halt auch immer mehr Spaß irgendwie zu zweit oder zu mehreren zu quatschen. Ja, deswegen kam mir die Idee halt einfach heute. Das kann man natürlich auch in Videos machen. Aber wie gesagt, kann ja auch sein, dass ihr das irgendwie blöd findet, dass ihr sagt so, nee, die Hausbaureihe sollte nur mit dir bleiben und dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Deswegen frage ich euch ja nach eurer Meinung und eure Meinung könnt ihr am besten ja, mir zeigen, indem ihr einfach mal wieder eine Umfrage mitmacht, die ich wie immer hier in dem Video eingefügt habe, wo ihr da einfach nur auf dieses kleine Info-i klicken müsst und dann könnt ihr da abstimmen, ob ihr einen Gastkommentator für eine Folge haben wollt oder nicht. Ich weiß noch nicht, ob es direkt die nächste Folge sein wird. Ich überlege mir noch, wann das am besten passen würde, falls ich das dann halt mache. Ja, aber es wäre schon mal gut zu wissen, ob ihr da den Bock drauf hättet und ja, deswegen. Würde mich einfach freuen, wenn ihr da an der Umfrage teilnehmt und einfach, ja, ehrlich eure Meinung da äußert, indem ihr einfach für das abstimmt, was ihr findet. Also ob ihr findet, dass es eine coole Idee wäre, mal für eine Folge lang jemand zweiten mit dazu zu haben, oder ob ihr sagt, nee, nicht so mein Fall. Da können wir natürlich auch wieder nur die Demokratie entscheiden lassen. Also falls ihr da in der Minderheit liegt, was die Abstimmung angeht, dann tut es mir natürlich leid für euch. Aber ich werde da halt einfach gucken, was da das Ergebnis ist. Einfach mal, um zu wissen, wie da so eure Meinung zu ist, zu anderen Leuten in meinen Videos. Ich meine, ich mache ja schon öfters Videos mit anderen Leuten. Ihr kennt ja andere Projekte vielleicht von mir, die habe ich ja auch schon öfters angepriesen. Zum Beispiel meine Pokémon-Projekte. Die sind ja auch mit anderen Leuten, also zumindest das aktuelle Pokémon-Projekt ist ja mit anderen Personen gleichzeitig und wie gesagt, es macht halt immer echt viel Spaß. Aber ich weiß halt nicht genau, wie ihr Sims-Leute das so seht quasi. Also ich meine, die Sims-Leute sind ja nochmal eine ganz andere Sparte und ich weiß nicht, wie ihr da so drauf seid. Ob ihr da tolerant anderen Leuten gegenüber seid oder ihr nicht. Ja, aber es wäre halt einfach mal eine coole Idee. Wie gesagt, ich möchte euch da auch nicht zu sehr voll labern. Ich möchte einfach nur, dass jeder von euch da abstimmt und eure Meinung zu der Idee sagt. Weil ich die an sich cool finde. Aber wie gesagt, ich möchte dann halt auch nicht, dass sich Leute dann beschweren, so, die Folge war voll schrecklich. Ich mag keinen anderen Menschen. Mag Menschen allgemein nicht und so. Also, dass ihr das sagt, nicht, dass ich das sage. Weil ich würde ja mit anderen Menschen aufnehmen. Das würde ja eigentlich heißen, dass ich Menschen nicht hassen kann. Ich weiß ja nicht, wie ihr das so seht. Okay, ja. Nein, also das ist jetzt unabhängig davon, ob ihr Menschen hasst. Einfach. Ich finde es teilweise halt auch nervig bei manchen
Leuten im Video, wenn da halt andere Leute im Video sind, aber es kommt halt immer aufs Video an, es kommt auch auf die andere Person an. Gut, vielleicht würde euch das eurem Urteil auch helfen, zu wissen, wer das ist. Aber ich wollte es halt jetzt einfach mal unabhängig von der Person erstmal erfragen. Denn die Person an sich ist eine ganz nette Person. Das sollte aber halt einfach euer Urteil nicht verfälschen. Ob ihr die Person mögt oder nicht. So, ich sollte soweit, glaube ich, alles in wunderschönen Goldtönen eingefärbt haben. Ich denke mal, das allgemeine Schema hier wird euch aufgefallen sein, in was ich hier die ganzen Sachen gestaltet habe. Die Kiste möchte ich noch ein bisschen anders gestalten. So vielleicht. Das passt ganz gut. Und dann habt ihr gesagt, fändet ihr eine Säule hier für das Bett ganz cool. Deswegen gucken wir mal, was wir für Säulen so haben. Ich weiß ja nicht, welche Säule sich hier gut machen würde. Wahrscheinlich eine aus Stein, oder? Müsste aber eine gerade Säule sein, dass sie halt mit dem Bett direkt abschließt. Wir haben natürlich auch diese hier. Das sind eigentlich Schlosssäulen, also für den Schlossbau. Ich könnte mir quasi ein komplettes Schloss bauen mit diesem Set. Aber andererseits sieht das, glaube ich, auch ziemlich komisch aus. Keine Ahnung. Das wäre natürlich eine Idee. Es hat auch was ruinmäßig, versunkene Ruine-mäßig. Aber passt das dann wieder zum Piratenschiff-Thema, ist dann die Frage natürlich, ne? Also zum versunkene Ruinen-Thema passt es, aber passt das zum Piratenthema? Hier habe ich sogar mehrere von diesen Säulen. Oh, wartet. Ihr habt auch gesagt, ihr hättet hier gerne Steinwand. Und wenn ich dann nämlich einfach hier dieses Ding jetzt hinmache, wenn ich das jetzt noch einfärben kann, ich kann das Muster wählen. Ja, dann mache ich das. Dann mache ich hier nämlich noch eine Steinwand hin. Ich muss mal gucken, vielleicht ist das sonst zu viel Holz hier, wenn ich da die Steinwand hin mache und da überall Holz. Vielleicht muss ich da dann ein bisschen was wechseln. Ja, ihr habt auf jeden Fall gesagt, eine Steinwand hättet ihr hier gern. Das habe ich jetzt bestimmt schon 5-mal gesagt. Dann gucken wir doch mal, was wir da Schönes finden können. Ja, ihr meintet aber nicht so eine Mauerwand, sondern so eine richtige steinige Wand. Deswegen mal sehen, was sich hier so anbietet. Passt natürlich zu den Steinen, die hier unten sind. Da habt ihr natürlich recht. Was passiert denn, wenn ich das hier einfach nehme? Nee, das sieht nicht so toll aus. Es muss schon ein bisschen mehr Struktur drin haben. Mal gucken. Das hier wäre natürlich immer eine Alternative. Das würde, finde ich, immer gehen. Aber ich gucke auch mal nach den anderen Sachen. Oder diese Steine. Die sind natürlich auch super. Aber ich weiß nicht, ob das so ist, wie ihr euch das vorgestellt habt. Ich hätte halt jetzt gesagt, die oder die Steine hier. Sieht ja so ein bisschen aufgestapelt aus. Das sieht halt irgendwie, finde ich, authentischer aus, als jetzt einfach nur so eine komplett dichte Wand an Stein. Such mal irgendwie da ein ganz angenehmes Muster reinzubekommen. Ja, so vielleicht. Und dann das hier noch ein ganzes Stück dunkler. Also die Spalten zwischen den Felsen müssen auf jeden Fall ein Stück dunkler werden. Aber nicht zu dunkel. So vielleicht, so passt das. Und wenn ich das jetzt darauf übertrage, dass diese Säule quasi passend dazu ist, auch wenn die farblich total anders aussieht und mich das gerade total annervt. So sollte das passen. Das ist doch... Also ich weiß nicht, wie ihr das findet.
Ich finde es an sich jetzt gar nicht schlecht. So auf den ersten Blick hat das was. Aber ihr könnt natürlich auch sagen, so, nee, das ist zu viel oder das ist zu wenig oder was weiß ich. Könnt ihr natürlich eure ehrliche Meinung zu sagen. Ich kann das ab. Vornehmlich natürlich ohne Beleidigung. Das ist natürlich immer ein bisschen cooler. Aber wenn ihr es nicht lassen könnt, dann kann ich euch gerne noch blocken. Also Beleidigungen sind auf meinem Kanal eh nicht erwünscht. Das sollte man hoffentlich eh wissen, dass man Leute nicht einfach so beleidigen sollte, weder im Internet noch im realen Leben. Nein, also weder hier im Internet, wo man Leute nicht sehen kann und es damit ziemlich feige ist, Leute einfach so zu beleidigen, noch wenn man von Angesicht zu der oder wenn man in Angesicht der Person ist. Obwohl das da, wenn man irgendwas gegen die Person hat, immerhin noch ein bisschen fairer ist, weil man ihr dann eh direkt gegenüberstehen muss. Wisst ihr, was ich ja auch als Idee hatte, aber die Idee kam gar nicht bei euch und deswegen habe ich Angst, dass ihr das einfach nicht wollt, dass ich das tue. Ich meine, das sind Ruinen und also die sind da ja schon eine Weile. Wie wär's denn mit ein bisschen Pflanzen? Ist der so, weil das überwachsen ist und so. Da macht es doch eigentlich auch Sinn, hier so Pflanzen hinzupacken. Oder? Also, finde ich schon. Ich finde, sowas macht schon Sinn. Oder? Also, das müsst ihr mir jetzt natürlich sagen. Ich kann mich da jetzt natürlich auch total irren, dass das komisch ist. Ich würde jetzt sogar diese Pflanzen hier nehmen, weil die sehen nicht ganz so schlimm nach Efeu aus. Ich meine, es ist auch Efeu. Aber der ist nicht ganz so aufdringlich. Ja, das müsst ihr mir sagen, ob das jetzt zu viel von mir ist, hier jetzt sowas hinzupacken. Ich würde ja auch nur ganz wenig machen. Ein Stückchen brauche ich aber noch. So ein kleines Fitzelchen brauche ich noch. Falls ich hier noch ein Fitzelchen habe. Was sind das, die einzigen? Ah, okay. Ja, das wäre jetzt das Einzige, was ich hier hinpacken würde. Aber ich fände das da ganz gut, um ehrlich zu sein. Also, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Aber ich möchte damit jetzt ja auch nicht übertreiben. Wenn ihr sagt, so, nee, das ist jetzt wirklich zu viel, du übertreibst das mit dem Efeu. Du solltest irgendwie eine Efeu-Therapie machen oder so. Dann kann ich das verstehen. Das ist okay für mich, wenn ihr das sagt. Ja, tatsächlich, es ist okay für mich. Aber das müsste ich dann halt erstmal noch wissen von euch. Ich überlege halt, ob ich die Wand dann wieder wieder normal mache, weil vielleicht ist das sonst ein bisschen zu viel, ein bisschen zu dunkel hier drin. Das Problem hatten wir dort ja auch. Und ich möchte natürlich nicht, dass es hier zu dunkel wird. Auch im Kinderzimmer nicht. Weil da haben wir ein bisschen Holz, das ist, denke ich mal, okay. Dann haben wir da die Steinwand, die ihr euch gewünscht habt. Ich fand die Holzwand hier zwar auch cool, aber jetzt probiere ich das halt mit der Steinwand. Und da haben wir natürlich auch die stützende Säule. Und ach ja, jemand hatte noch gemeint, es gibt irgendein dekoratives Fernrohr bei Kinder. War das beim Spielzeug oder war das hier? Ich wüsste jetzt gerade gar nicht, welches oder wo. Ich weiß nicht, ob die Person andere Inhalte hat als ich. Die meinte, hier irgendwo sollte es ein Fernrohr geben. Hier habe ich auch keins. Also kann gut sein, dass die Person, die das vorgeschlagen hat, irgendwelche anderen Inhalte hat. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich hier ein Fernrohr haben sollte. Bei Kinderspielsachen. Oder bei den Kinderspieldekorationen. Ich habe halt diese Sachen als Fernrohr. Ja. Und ich glaube, wie gesagt, das werde ich jetzt so lassen erstmal. Ich hatte noch nach weiteren Dekorationsmöglichkeiten gefragt, aber andererseits glaube ich, passt das soweit. Also, das sind eigentlich echt genug Sachen in diesem Raum. Und ich glaube, da würden wir das so bei belassen. Wobei ich bei der Wandgestaltung natürlich auch nochmal zurückgehen würde und auch nochmal ein paar andere Sachen machen würde, falls ihr sagt, nee, das geht so noch nicht. Aber ich habe jetzt halt quasi die Steinwand gemacht, die ihr euch gewünscht habt.
Und ich hoffe mal, das passt soweit. Ja, dann können wir uns jetzt dem Badezimmer widmen. Den Raum hier werde ich als letztes machen. Ich bin irgendwie jemand, der gerne erstmal die kleinen Räume macht und dann die großen Räume. Fragt mich nicht, wieso. Es ist halt einfach so. Es ist, wie es ist. Und dann gucken wir mal. Ich gucke erstmal, was für, ob es irgendwelche Gegenstände gibt, irgendwelche passenden Waschbecken oder sowas, die alle so ein bisschen nach Unterwasser aussehen. Ich weiß zwar jetzt nicht was, aber ich möchte das Ganze jetzt ja auch nicht wie eine Ruine wirken lassen. Ich möchte schon, dass das irgendwie schick aussieht. Deswegen ist es natürlich schwierig, obwohl ich es natürlich auch gern so ein bisschen ruinenmäßig aussehen lassen würde. Also vielleicht diese Fortsetzung mit der Säule. Also vielleicht können wir hier einfach auch noch mal so eine Steinwand einbauen. Das wäre vielleicht auch noch mal nicht. Ich muss auch noch mal mit den Lichtern gucken. Vielleicht sind die Lichter hier auch einfach nur komisch. In diesem Raum. Kann das Licht mal updaten? Das Licht ist nämlich updated. Jetzt, okay. Klammer für dieses Licht. Ah, dann sieht das nämlich wesentlich rötlicher aus, seht ihr? Und das hier abdunkeln. Kann man hier nicht auch. Da kann man auf jeden Fall auch die Blubberbläschenfarbe einstellen, aber das kann man, glaube ich, nicht hier machen. Farbe blau, dieses Licht. Ich möchte auf jeden Fall, dass das blau ist, oder? Wartet mal. Rot, grün, blau. Das heißt, wir machen hier mal 150, 150 und 255. Naja, das ist nicht blau genug. Dann machen wir mal 100er. 100. 100. Ich weiß ja noch nicht ganz so intensiv, dass es nur blau ist. Ja, ich glaube, das ist besser. Und dann abdunkeln. Ach, das ist schon abgedunkelt. Sehr gut. Ist das das einzige andere Licht hier drin? Nur der Kron. Wow. Okay, ja gut, da haben wir noch eins. Flamme und abdunkeln. Aber das ist halt echt wenig Lichtquellen hier drin, aber es ist trotzdem richtig gut. Ja, von der Helligkeit her, oder? Obwohl ich werde noch mal, ich werde es noch nicht mal ganz so nicht ganz so gelblich machen. Rot, grün, blau. 200 oder 177. Bio, nee. Was? Nein, achso. Farbe. Das sollte ein bisschen weniger grün sein. Nein, doch nicht. Oh Gott, das ist. Mit den Farben rumspielen ist ein bisschen sehr zeitintensiv, glaube ich. Weiß nicht, ob ihr das sehen wollt. Es soll halt auch nicht. Ich klicke immer auf die Intensität. Ich möchte halt einfach nur nicht, dass es ganz so intensiv ist. Vielleicht 170 wieder. Ja, das glaube ich eher. Das ist nicht ganz so gelblich, aber trotzdem ein warmes Licht. Und trotzdem irgendwie heller. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich hatte nämlich jetzt die Überlegung, hier in die Ecke einfach auch nochmal so eine Säule reinzupacken. Dass das Ganze auch wieder so ein bisschen Richtung Ruine aussieht. So, ich werde das hier aber mal wieder so in die Richtung machen. Also ein bisschen gräulicher. Ja, das gefällt mir so besser. Und dann können wir das da auch machen. Sehr gut. Und dann hier natürlich noch die Säule passend einfärben. Sehr cool. Aber ich glaube, ich werde die dann auf die Seite machen. Ja, ich weiß ja nicht, wie gut die Farben oder wie gut die Wandbeläge jetzt hier zusammenpassen. Der Wandbelag hier hat für mich irgendwie ein bisschen was von einem U-Boot. Ich weiß nicht warum, aber das sieht irgendwie aus wie so ein metallisches U-Boot mit irgendwelchen Wassertropfen oder was weiß ich was dran. Und das hier sieht halt eher aus nach Ruine. Deswegen weiß ich nicht, wie gut das zusammenpasst. Oder ob ihr sagt so, du musst dich für eins entscheiden, Steffi. Dann sage ich, okay. Aber für welches? Und dann, ja, werde ich es irgendwann hinbekommen. Also wie gesagt, ich bin
Ich bin da gern, also das Ding, warum es so lange dauert und warum mir so viele Ideen dann noch gibt, ist, dass ich halt einfach auch sehr experimentierfreudig bin oder sein möchte in dieser Hausbaureihe. Ich möchte halt einfach viel ausprobieren. Ich könnte natürlich auch mit dem Offensichtlichen gehen oder mit dem, was irgendwie am normalsten ist. Aber ich möchte es irgendwie nicht. Ich möchte irgendwie lieber ausprobieren. Das finde ich irgendwie cooler. Und deswegen mache ich das. Ja, ergibt Sinn irgendwie, oder? Dass ich das mache, was ich cooler finde. Ich finde schon, dass das irgendwie Sinn ergibt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das schon irgendwie sinnvoll. So, ich hatte überlegt, also ein paar helle Fliesen brauchen wir auf jeden Fall. Soll ja nicht alles dunkel sein. Wobei mir das nicht gefällt. Was ist, wenn ich die alle weiß mache? Ich weiß, das sieht auch okay aus, aber sieht das auch hier in dem Kontext okay aus? Oder ich mache hier halt tatsächlich einfach nur ja, sowas hin. Das kann ja auch okay sein. Es muss ja nicht immer schlimm sein, wenn man so solche Wände dran hat. Wir haben ja hier diese Wand und da die und wir haben hier oben dieses Fliesenzeugs. Kann mir vorstellen, dass das so auch okay ist. Dann möchte ich hier raus aber ein schönes Mosaikmuster haben oder machen. Passend zu der Wand. Und das fände ich nämlich richtig cool. Also die Idee finde ich cool. Ich weiß nicht genau, wie das mit der anderen Wand ist. Kann durchaus sein, dass ich die dann nochmal ändern muss. Obwohl wir die ja vom ersten Raum noch mitgezogen haben, aber kann sein, dass die hier einfach nicht reinpasst, leider. In unsere Unterwassersuite. Also, dass diese Wand hier einfach nicht reinpasst. Könnte aber auch, also es könnte aber auch sein, dass ihr sagt, so, nee, die passt schon ganz gut hier rein. Müsst ihr dann halt, wie gesagt, einfach beurteilen. Ich mag die Wand auf jeden Fall sehr gern, aber außerhalb des Badezimmers wüsste ich jetzt nicht, wo ich es hier unterbringen sollte. Deswegen müsst ihr mir da ein paar Ideen zu sagen. Ja, und dann mal gucken, wie wir das Ganze hier schön gestalten. Dann würde ich jetzt hier natürlich so ein bisschen in Richtung versunkene Ruine-Sachen gehen. Also so eine Toilette zum Beispiel, die sieht ja schon so ein bisschen versunkener aus. Oder gäbe es irgendwas Passendes nicht aus dem Store? Nee, irgendwie nicht. Ich nehme einfach die. Ich weiß noch nicht, wo genau ich das hinpacke. Hier würde ich vielleicht sogar eher die Badewanne hinpacken, weil das halt echt sehr, sehr schön aussieht. Einfach nur. Ach so, wartet mal. Ja, doch, ich guck mal, ob die Badewanne hinpasst, denn diese Luxusbadewanne aus den. Oh, was war das? Luxus-Accessoires? Waren das tatsächlich die? Die kann ich hier nicht nehmen, weil ich nutze ja keine Accessoire-Packs. Aber ich werde auf jeden Fall eine Badewanne hier einbauen. Oder ich werde auf jeden Fall eine Badewanne benutzen. Und da hat jemand auch vor einigen Folgen schon, und du kannst froh sein, dass ich mir das gemerkt habe, weil es immer am besten ist, sowas zur passenden Folge zu schreiben. Hat jemand gemeint, so, ja, ich habe letztens irgendwie von einem Hotel gehört oder Bilder von einem Hotel gesehen, wo die Personen Fernseher hatten mit der Badewanne. Und das möchte ich hier auf jeden Fall auch machen, weil das ist halt richtig luxuriös. Das ist halt richtig genial. Ich meine, wie kann man sowas nicht haben wollen? Ich weiß auch nicht. So, ich glaube, wenn ich hier so die Badewanne hinmache. Das Ding ist, ich würde halt am liebsten dieses gesamte Königreich Kambodscha-Satz-Dingens hier nehmen für die Bäder. Aber ja, obwohl. Ich überlege halt gerade noch, weil wir möchten ja eigentlich die Standardobjekte gleich lassen für die Räume. Das heißt, auch die Badezimmersachen müssen gleich bleiben. Und ich überlege, ob das wirklich das Beste ist. Aber das kann man ja auch umgestalten, dass das genauso luxuriös aussieht. Ich überlege halt, ob ich alternativ lieber diese Badewanne nehme. Aber die sieht natürlich nicht ganz so ruinenähnlich aus. Aber das kann man natürlich auch schicker gestalten. Wobei die halt die ganzen Whirlpool Wellness Knöpfe drin hat. Ja.
Und die Toilette würde ich eigentlich auch beibehalten, weil die kann man auch schön weiß gestalten und dann sieht die auch richtig schick aus. Ich kann es ja mal kurz zeigen oder ich kann es ja mal kurz ausprobieren, ob man die auch neutral gestalten kann quasi. Ja, also ich finde, natürlich sieht die auch ganz schick aus. Vor allem, wenn ich jetzt hier zum Beispiel irgendwie die in Gold gestalte oder so ein bisschen Gold mit einbringe. Dann sieht das direkt richtig edel aus. Guck ich das mal an. Nee, das meinte ich jetzt nicht. Nee, okay. Ja. Das sieht irgendwie echt edel aus. Weiß nicht, was ihr davon haltet. Ich finde die Toilette auf jeden Fall ganz gut. Und auch bei der Badewanne kann man das natürlich so halten. Die kann man natürlich auch luxuriös gestalten, wie man will. Mal gucken, ob das irgendwo reinpasst. Hier oder da unten. Sogar vielleicht für das untere nehmen. Dann hier natürlich schön weiß glänzende Wanne. Dass es schon einladend aussieht. Vielleicht sogar in einem leichten Creme. Das sieht, glaube ich, sogar noch luxuriöser aus. Und dann natürlich passende goldene Armaturen. Ja, mal in so einem Weißgold diesmal. Das passt, glaube ich, ganz gut. Und dann hierfür noch irgendeinen anderen Steinton. Oder Marmor. Marmor. Ja, mal gucken, was hier ganz gut dran aussieht. Hat ja auch eine besondere Struktur irgendwie, dieses Objekt, wodurch man da so ein bisschen schauen muss, was denn daran überhaupt gut aussieht. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ich das jetzt in so einem Farbton gestalte. Finde ich erstmal ganz gut. Ist irgendwas anderes noch, was da passen würde? Das vielleicht? Das vielleicht auch? Wie sieht das denn aus? Oh, nein, nicht in Blau. Das sah nicht gut aus in Blau. Ich meine, es hatte was, aber irgendwie auch nicht. Ja, ich überlege halt, ob das so in der ähnlichen Farbe gut ist oder ob ich da doch halt irgendwie eher eine unterschiedliche Farbe machen sollte. Also ob ich zum Beispiel hier das Ganze ein bisschen auffälliger machen sollte, zum Beispiel in so einem Farbton. Ja. Ja, ich mache es mir erstmal ein bisschen heller. Wie gesagt, ihr könnt auch dazu natürlich eure Meinung schreiben. Also bei sowas jetzt, also bei diesem Badezimmer, würde ich mich auf jeden Fall besonders sehr über eure Meinung freuen. Ich meine, ich freue mich immer über eure Meinungen. Aber hier bin ich da doch so ein bisschen. Ich weiß noch nicht so genau. Deswegen freue ich mich da, wenn ihr da eure Meinung zu schreibt. So, was die Waschbecken angeht. Hier wäre übrigens das passende Waschbecken zu Badewanne und Toilette. Aber ich glaube, das werde ich hier nicht nehmen. Auch die anderen Waschbecken nicht. Ich glaube, hier werde ich dann mal normales Waschbecken-Ding nehmen. Obwohl, wie haben wir das bisher gemacht? Bei den Waschbecken. Da haben wir die Teile. Wir haben, glaube ich, bisher bei den öffentlichen Dingen immer nur diese. Da auch. Okay, eigentlich würde ja so stehende Waschbecken ganz gut dann dazu passen. Also beziehungsweise im Kontrast dazu passen.
Aber ich weiß ja nicht, wenn ich halt jetzt das Set komplett mache. Einfach das Set komplett machen. Ist das das Richtige? Bin mir nicht sicher. Ich weiß, wüsste halt auch nicht, wie ich jetzt passend dazu mit Theken das gestalten sollte. Ist bei den Waschbecken immer ein bisschen schwierig. Ich finde, die Waschbecken nehmen ein bisschen von der Atmosphäre weg. Boah. Das würde hier halt irgendwie perfekt reinpassen, so von der Form her, aber vom Stil her halt einfach nicht. Das hat ja nicht viel mit Unterwasser zu tun. Das ist eher 50er Stil. Das wäre der passende Spiegel, aber der passt halt auch einfach von der Höhe her überhaupt nicht hier rein. Haben sie natürlich gut zusammengestaltet. So wie man das Sims-Team nun mal kennt. Boah, das ist ein cooler Spiegel. Wo habe ich den denn her? Don Predo Original. Das sieht halt richtig gut aus. Ich hätte gern irgendeinen goldenen Spiegel auf jeden Fall. Oh, mir ist gerade der von Traumkarrieren eingefallen. Der würde hier perfekt reinpassen. Ich glaube, der wird auch von der Höhe passen. Aber Traumkarrieren ist ja nicht dabei. Müssen wir also einen anderen suchen. Was ist mit dem? Wow. Oh, mit dem Schwert. Alles nicht so das Optimale, was ich mir jetzt vorgestellt hätte. Okay, das ist irgendwie krass. Der ist irgendwie. Finde ich irgendwie geil. Ich habe das Gefühl, ich übertreibe in diesem Badezimmer gerade mit Store-Inhalten, weil jedes einzelne Objekt, was ich bisher platziert habe, ist Store-Inhalt. Das spricht nicht unbedingt für mich. Aber andererseits sehen die Sachen auch so gut aus. Ich kann natürlich auch was. Nein. Es ist. Ich kann ja mal gucken, wie das mit Theken aussieht. So. Ich probier mal was, okay? Nein, keine Store-Theken, bitte. Ich möchte normale Theken haben, erstmal. Danke. Die hier wahrscheinlich. Es sieht halt einfach links nicht so gut aus. Okay, ich werde jetzt dieses Store-Ding durchziehen. Und ihr dürft mich dann ja anschließend in den Kommentaren total verurteilen und fertig machen dafür, dass ich hier die ganze Zeit Store-Inhalte verwende. Aber ich muss es jetzt einmal kurz machen für meinen geistigen Seelenfrieden und daran erfreuen, wie schön das aussieht und wie gut das alles zusammenpasst. Und danach werden wir das Ganze wieder ändern, okay? Das ist doch ein Deal, oder? Kann man doch mal machen. So, ich muss das Ganze ein bisschen in so einem leichten. So einem leichten Nicht-Weiß gestalten, also einem leichten Off-White, wie man richtig sagt. Das hier mache ich in. Oh ja, das soll so ein bisschen Treibholzmäßig aussehen. Das war nämlich auch schon mal eine Idee, die jemand hatte, dass das so ein bisschen Treibholzmäßig aussehen würde. Ich glaube, hier rein würde das perfekt passen. Hier passt es aber richtig gut rein. Das ist sogar, glaube ich, leicht bläulich immer, das Treibholz, ne? Durch das Salz oder durch was war das? Irgendwie ist es sogar leicht gräulich. So. Das sieht irgendwie so. Also nicht leicht gräulich, leicht bläulich, wollte ich sagen. Also es ist leicht graubräulich. Graubräulich? Okay, was ist das jetzt wieder für ein Wort? Ich weiß auch nicht. Vielleicht wisst ihr ja, was ich meine. Leicht gräulich blau. Vielleicht kann ich das so sagen. So. Weiß nicht, ob das jetzt wie Treibholz aussieht. Ich habe es versucht, so ein bisschen in die Richtung zu gestalten. Das finde ich, sieht so nicht gut aus. Das müsste, glaube ich, auch ein Holz werden, ja.
Und zwar. So, ja. Also sieht quasi ein bisschen aus wie so eine verblichene Treibholzkiste. Und ich werde hier einmal die Farben durchmixen. Hui, hin und her. Ja. Dass das Ganze so ein bisschen zufällig aussieht, dass das Ganze auch ein bisschen nach Unikaten aussieht, vielleicht sogar. Das wäre halt cool. Aber oh, das sieht richtig gut aus, finde ich. Ich finde das halt super. Und bin ja mal gespannt, was ihr dazu sagt. Wie gesagt, ihr dürft da ruhig gern zu sagen, so, du verwendest viel zu viele Store-Inhalte. Das war doch nicht der Sinn. Denn ich meine, also in der Version, die ich hier gestalte, werde ich sowieso alle Inhalte, also darf ich theoretisch alle Inhalte verwenden, die ich möchte. Und ich werde noch eine storefreie Variante machen. Das Problem an diesem Badezimmer aktuell ist nur, dass ich keinen Schimmer habe, wie ich die storefreie Variante auch nur ansatzweise so gut aussehen lassen soll, wie diese hier. Das ist natürlich das Problem an der Sache. Oh, es gibt hier noch mehr Motive. Oh mein Gott. Nein. Das ist so schön. Ich weiß auch nicht, ich mache total komische Geräusche heute. Ja. Ja, gut, schön. Noch mehr Auswahl. Das wollte ich unbedingt. Ich weiß gerade nicht, wie ich mir diese Auswahl anfangen soll. Ja. So. Und dann. Aber das Holz passt da irgendwie nicht. Das Holz muss irgendwie anderes Holz werden. Es muss eigentlich dunkleres Holz werden, aber ich möchte ja auch nicht das schöne Muster überdecken. Obwohl es geht. Wenn ich das Holz richtig gestalte, wenn ich das, kriege ich das hin. Ich überlege gerade, das sieht halt hier mit den Waschbecken ein bisschen komisch aus, dass das so ein komisches gelbliches Gold ist, aber ich denke mal, damit kann ich leben. Ah, ich weiß nicht. Mir gefällt's. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es euch vielleicht nicht zu 100% gefällt. Weil ich finde den Spiegel, so wie er gerade gestaltet ist, nicht unbedingt zu 100% optimal, aber andererseits finde ich ihn auch gut. Ja. Schwierig. So, ich fange mal an mit Dekorieren der Badezimmer. Eine Badezimmerrolle, eine Klopapierrolle auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall auch immer eine ganze Menge Handtücher in solchen Hotelbadezimmern. Das heißt, wir werden hier erstmal eine ganze Menge von denen hinhängen. Dann gibt es auch immer wieder Handtuchnachschub. Das heißt, hier werden wir auch noch mehr davon hinhängen. Das sind quasi die benutzten Handtücher. Und dann brauchen wir hier natürlich auch noch Handtücher, die irgendwo rumliegen, die benutzt werden dürfen, die man sich nehmen darf. Das sind natürlich diese hier. Die Frage ist nur, platziere ich die einfach irgendwie irgendwo? Irgendwann? Oder habe ich hier irgendein Dingens? Das sieht halt nicht so luxuriös aus, wie ich finde. Und ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, nichts wirklich, was dazu passen würde, was luxuriös wäre. Ich könnte natürlich diese Steintafeln an die Wand machen, weil die so super zu Ruinensachen passen. Wisst ihr? So, Steintafeln. Ihr wisst schon, wie ich das meine. So eine Steintafel.
die halt so dranhängt. So. Und dann ist die da halt. Wo ich kann halt, wie gesagt, auch die hier nehmen. Obwohl die ist ein bisschen zu groß für die Toilette, oder? Oder sieht das okay aus? So. Und dann halt am besten auch noch in derselben Farbe. Wenn ich das jetzt. Ich zeige euch nochmal meine Idee. Das war meine Idee, nachdem ich das gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ich übertreibe mit dem ganzen Ruin-Thema. Ich weiß es halt wirklich nicht. Ich bin hier gerade 40 Minuten am Gange und kann keinen Kommentar von euch lesen. Und vielleicht denke ich mir im Nachhinein auch schon, du hast total übertrieben. Aber jetzt gerade, während ich das mache, denke ich mir, das ist voll cool. Mach weiter. Hör nicht auf. Mach weiter, das ist cool. Und dann sagt ihr bestimmt alle dasselbe, dass das total schrecklich ist. Ich weiß es doch jetzt schon. Ich weiß es doch. Ich mach's trotzdem. So. Das war jetzt so ein bisschen meine Idee. Wie findet ihr die so? Ich finde die irgendwie cool. Vor allem, wenn man hier reinkommt, sieht man als erstes das. Die Toilette, der Thron quasi mit diesem Ding jetzt drüber. Ist das eine Bauchtänzerin? Sieht so ein bisschen so aus, oder? Ich find's cool. So. Ich hab mich geoutet. Ich find's cool. Könnt sagen, was ihr wollt. Ich find's schön. So. Werde ich die noch einmal einfärben und dann gucken. Denn viel bleibt von der Folge eh nicht mehr übrig. Das heißt, bevor ich mich hier weiter in komische Dinge und in Ruinentoiletten verirre, kann ich dann erstmal abwarten, was ihr so zu sagen habt zu der ganzen Sache. Ja, das ist, glaube ich, immer das Beste. Wenn man da halt auch mal einfach so einen Schlussstrich zieht und sagt, es war zwar schön jetzt mit der Idee, aber erstmal gucken, was die anderen sagen. Vielleicht war es ja ganz schrecklich. Ich habe halt keine Ahnung, wie ich das in einer Woche sehen werde. So. Die Handtücher sehen sehr hässlich aus. So sind die wahrscheinlich ein bisschen besser. Oh ja, so sind die viel besser. Nee, nicht ganz komplett weiß. Kann auch ein bisschen Struktur haben. So sind die viel, viel besser. Oh, das sieht richtig luxuriös aus. Ja. Ich werde, glaube ich, noch ein paar Seifenspender hinpacken und dann noch ein, zwei Worte sagen. Denn ich habe noch ein bisschen was zu erzählen. So, ja. Dann würde ich es jetzt aber erstmal dabei belassen. Ich bin mir mit der Wand auf jeden Fall noch unsicher, wenn wir jetzt wirklich bei dem Ruinenthema bleiben. Ich finde die Badewanne und die Wand und die Säule absolut genial. Ich finde auch die Handtuchhalter daneben richtig gut. Ich mag diese Kombi, obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, ob das mit dem Spiegel perfekt aussieht. Ich weiß nicht, ob das hier ein bisschen too much ist. Das soll natürlich nicht auf dem Boden liegen, sondern das soll dann noch irgendwo hinkommen. Da könnt ihr natürlich auch Ideen zu sagen, was für eine Möglichkeit man da nehmen sollte, die natürlich nach einem luxuriösen Hotel aussieht. Ja, und ansonsten könnt ihr mir gerne sagen, was ihr von dem Raum bisher so haltet, ob ihr den so okay findet, ob euch das zu viel ist, ob ihr sagt, so nein, du bist auf einem völlig falschen Weg, Steffi, renn da lieber weg und mach was Besseres draus. Und dann am besten natürlich vorschlagen, was. Ich habe natürlich auch den Boden noch gar nicht gestaltet. Ich war erstmal mit dem Rest beschäftigt, bevor ich mich um den Boden gekümmert habe. Ja, also sagt mir auf jeden Fall eure Meinung zu dem Ganzen. Und am besten ist es, wie gesagt, immer, wenn ihr nicht sagt, das sieht schrecklich aus, also nicht nur sagt, das sieht schrecklich aus, sondern wenn ihr mir halt auch direkt Ideen dafür nennt, wie ich es besser gestalten soll. Weil das nennt sich konstruktive Kritik übrigens. Das ist immer am besten, wenn ich nicht nur weiß, dass ich was ändern soll, sondern wie ich es ändern soll und dazu lerne und eure Ideen umsetzen kann. Und das macht immer am meisten Spaß. Ja, dann sagt noch was zu der Steinwand und der weißen Wand hier und zu der ganzen Steinidee und ob das mit dem Grünzeug zu viel ist. Ja, dann natürlich nicht vergessen abzustimmen.
ob ihr mal einen Gastkommentator in der Hausbaureihe hier haben wollt. Also das wäre auf jeden Fall bei diesem Projekt noch, aber ich weiß noch nicht, ob es nächste Woche ist oder später. Das muss ich dann spontan entscheiden, beziehungsweise ich werde dann gucken, was sich anbietet. Und dann wollte ich euch noch einen Hinweis geben, dass ich nächste Woche einige Tage weg sein werde. Das heißt, ich werde auch die Videos für nächste Woche vorproduzieren, aber den Sonntag noch nicht. Das heißt, die nächste Hausbaureihe, ich weiß noch nicht genau, ob die auf jeden Fall nächsten Sonntag kommt. Das kommt darauf an, ob ich am Sonntag schon wieder, also ob ich rechtzeitig schon wieder Zeit haben werde, die aufzunehmen und auch hochzuladen. Ihr werdet ja sehen, ob sie am Sonntag kommt. Vielleicht kommt sie am Sonntag später, vielleicht kommt sie am Sonntag auch gar nicht, dann kommt sie den Sonntag drauf. Nur einfach nochmal zur Info für euch, dass ich da schauen muss, wie ich das alles zeitlich schaffe. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich bedanke mich vor allem an, oder ich bedanke mich vor allem für alle. An alle? Oh Gott. Ich bedanke mich bei allen. Genau, das ist die richtige Präposition. Ich bedanke mich bei allen, die das Video komplett angeschaut haben und meinen Gelaber ertragen haben. Ich bedanke mich bei allen, die meine Idee irgendwie cool finden mit diesem Badezimmer. Weil ich sie irgendwie mag. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, hoffentlich, wahrscheinlich. Und dann werden wir hier mit dem Badezimmer weitermachen und ich werde wieder eure Ideen umsetzen. Ja, schönen restlichen Tag und schöne Woche.